Voll witzig. Das Sat.1 Comedy Quiz. Mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Axel Schröder und Emma Hörig. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns bekommen Sie die witzigsten Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel, was tun gegen Winterspeck? Gibt es ein Leben auf dem Mars? Oh, und wo hat Helmut Kohl sein Schwarzgeld versteckt? Diese und weitere Fragen werden auch heute wieder beantwortet von unser Helmut Kohl Doppelgänger-Kopie Markus Maria Profittlich. Schützenhilfe von Schwarzarbeiter und Seifenspender Axel Schröder. Bravo! Bravo! Und natürlich schläft die Opposition nicht und schickt ihren Spitzenkandidaten Mirko Nonchef ins Rennen. Und er koaliert heute mit dem neuen Kanzlerberater Elmar Hörig. Das Unfassbare ist geschehen. Erstmals in der Geschichte. Helmut Kohls hat der Koloss aus Oggersheim einen Fehler eingestanden. Der Ex-Bundeskanzler gab zu, Schwarzgeld gesammelt zu haben. Allerdings nur, um es ordentlich mal waschen zu lassen. Sag mal, bei wie viel Grad muss man Geld eigentlich waschen lassen? Tja, das kommt darauf an, ob es Buntgeld ist oder Kochgeld oder Schmiergeld. Schmiergeld ist ganz schwierig zu waschen. Da helfen nicht mal Mega-Pearls. Das hat natürlich der Kanzler, der Ex-Kanzler, auch gedacht. Was schlecht ist für die weiße Weste, gehört auf ein Schwarzgeldkonto. Hm? Ah! Ja. Wenn man, was mich jetzt mal interessieren würde, wenn man eine Busfahrkarte mit Schwarzgeld kauft, ist man dann Schwarzfahrer? Nein, Atze, du Dummerchen. Bei Schwarzgeld handelt es sich natürlich um Spendengelder und Spendenaffären sind bei Staatschefs ja bekanntlicherweise nichts Unübliches. Genau. Denken wir nur einmal an Bill Clinton. Ja, ja, das stimmt, aber bei dem ging es ja doch eher um eine Samenspende, oder? Das war kein Schwarzgeld, das war Schwanzgeld. Oh. Also ich habe ja mal Blut gespendet. Ich meine, komme ich dafür jetzt ins Gefängnis? Nein, du kommst nicht ins Gefängnis und der dicke Kohl kommt auch nicht ins Gefängnis, weil das ist eine Krankheit. Wenn man vergisst, wo man eine Schwarzkohle gebunkert hat, ja, das ist eine Krankheit, die fällt unter dem Namen Pfalzheimer. Ach, das wusste ich. Ja. Hey! Jetzt haut er immer auf dem Kohl rum. Wir haben ihm ja auch einiges zu verdanken. Ach. Ja, ja, das zum einen... Ja, jetzt? Und aber auch hier. Tausend Saumagenrezepte? Genau, ja, da war. Tausend Saumagenrezepte. Ja, Helmut Kohl, meine Damen und Herren, macht sich jedenfalls schon mal Gedanken über seine Zukunft. Was ihm dabei alles durch die Birne geht, das werden uns jetzt Atze und Markus verraten. Was denkt Helmut Kohl auf unserem Foto der Woche? Was denkt Helmut Kohl? Kann ich nochmal? Guck mal, wenn man da unten zieht, kommt oben die Zunge raus. Nein. Hä? Ja, wie bist du denn jetzt da drauf gekommen? Ja, guck doch mal, wo du die Hände hast. Ach so, du meinst Mütze, Glatze. Entschuldigung, Arzt, was soll das denn jetzt? Ja, wie, warst du nie 13 oder was? Mütze, Glatze. Ach doch, ja, gerade eben vor der Sendung war ich noch 13. gut jetzt. Werbung. Das könnte Werbung sein und zwar Brille, Vielmann, Reißverschluss, Kaufhalle.
euch helfen? Na, ist okay. Ja, oder? Guck mal, der könnte auch sagen, guck mal, wie der die Zunge drauf hat. Also, der denkt bestimmt jetzt bloß nicht Tzatziki sagen. Oder ich... Also, ups, jetzt habe ich mich auf den Blüm gesetzt. So wie der mit seiner Zunge rumspielt, denkt er, die stecke ich dem Job rein, dann kommt er bestimmt zur CDU. Also, das könnte sein. Kommen wir, meine Damen und Herren. Tolle Antwort natürlich. Von der Birne zur Abrissbirne. Darius Michalczewski, Boxweltmeister im Halbschwergewicht, bereitet sich nach seinem sensationellen gestrigen Kampf bereits auf den nächsten Gegner vor. Welche Gedanken sich das polnische Weichei bei einem gemeinsamen Pressefoto mit seinem Angstgegner macht, das erzählen uns nun Elmar und Mirko. Elmar. Was denkt Darius Michalczewski auf diesem Foto? Das könnte sein, das ist die größte Sackratte, die ich jemals hatte. Ich glaube, Darius denkt, hoppla, ist das nicht Bär von Gabi Köster? Hast du da schon mal... Hallo! Die hat das so abgenommen. Ich glaube, der sagt, was hat er denn? Der hat zwar keinen Knopf, wartet doch mal, die lachen sich da tot. Ich möchte hier was Ernsthaftes mal rüberbringen. Lacht euch ruhig aus. Wer könnte auch sagen, Mensch, der hat zwar keinen Knopf im Ohr, aber das ist irgendwie trotzdem was steif. Rauch rein. Darius sagt, ich bestelle nie wieder Frau aus Russisch-Katalog. Wenn ich 1000 Punkte verteilen dürfte jetzt in dieser Runde, würde ich vier vergeben. Aber ich vergebe 5 in der Runde. Ihr wart alle beide hervorragend. Leichte Vorteile bei euch. 3 Punkte für euch und 2 für euch. Bitte schön. Ja, okay. Janni, das ist der Ingo-Part. Das sieht auch durch. Freitag. Ich weiß auch warum. Ich weiß warum. Das war wegen glatze Mütze, wegen glatze Mütze. Ich weiß, wohin die Witze jetzt gehen in der Sendung. Ich komm, weiß komm, es. Elmar, du hast das völlig falsch verstanden. Das war nicht glatze Mütze, das war Mütze glatz. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich bin die ältere Generation. Ja. Entschuldigung. Ja, nein, es ist völlig in Ordnung. Jede Mannschaft kriegt einen Punkt Abzug wegen der Zwischenquatsch. Sehr gut. Oh, nee, da haben wir ja. So, meine Damen und Herren, am Freitag landete die amerikanische Raumsonde Polar Lander auf dem Mars. Die NASA erhofft sich durch diese Mission tiefgreifende Erkenntnisse über den Schokoriegel. Was die Forscher dabei besonders interessiert, ist, welche Temperaturen herrschen auf dem roten Planeten? Gibt es Wasser? Und haben die Geschäfte auch sonntags geöffnet? Was sie sonst noch alles finden werden, das sollten ihr nun in unserem Pantomime-Spiel darstellen. Ihr habt jeweils 15 Sekunden Zeit. Ja, jeder erratende Begriff gibt einen Punkt. Markus fängt an und das, was der Markus jetzt sehen kann, das kann Atze natürlich nicht sehen. Sie können es sehen, Markus kann es sehen, ich kann es sehen, Atze kann es nicht sehen, denn der soll es ja erraten. Also, was gibt es alles auf dem Mars? Was könnte man dort finden? 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Teletubbies! Nein! Die Zeit ist um! Die Zeit ist um! Meine Damen und Herren, die Auflösung wäre eigentlich gewesen, kleine grüne Männchen, aber ich denke, dass Marsmännchen grün sind, das weiß ja wohl nun jedes Kind. Also, Punkt für Atze Schröder! Klar! Komm, nein? Ja, das gönne ich! Ja! Ja, gut! Sympathiepunkt! Aber die Frage auch einfach, was könnte man also auf dem Mars finden, Markus? 5 Sekunden Zeit, ab jetzt. Frauen? Ah! Ich will mich dem rückwärts einparken. Ja, Autofahrer, rückwärts einparken. Nein, einen Parkplatz. Das wäre es gewesen, also.
das, was dann hast du nicht den Relevanz hier. Leider keinen Punkt für Arthur Schröder. Aber jetzt, was? Man weiß nicht, wo sie wirklich sind. Man weiß nicht, wo sie hingebracht worden sind. Vielleicht könnte man sie auf dem Mars finden. 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Ganz einfach darzustellen, Markus. Guck hier hin. Ja, ja, ja. Ein Geldschein. Deine Gage. Das wären ja nur Münzen. Also ein... Die Schwarzgeldkonten der CDU, ja, ganz einfach. Ja, dann sag es doch. Mein ganz Gott, einfach wäre das jetzt gewesen. Weil schön, dass ich mit dir zusammenspielen darf. Ja, setz dich hin. Danke unserem voll witzig Sputnik, Markus Maria Profittlich und jetzt geht es weiter mit Mirko. Mirko, deine Mission, greif nach den Sternen. Pantomimendarsteller, was könnte man alles auf dem Mars finden? Ganz einfach, 15 Sekunden ab, jetzt. Nano, nano. Mr. Spock, Mr. Ja! Das war die Freude, die Freude. Was könnte man alles? Es muss mich jemand festhalten. Komm, was? Oder du. Bitte, was? Was? Was könnte man alles auf dem Mars finden? Nummer zwei, 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Deppen. Nein. Tennisspieler, Tennisbälle. Ja! Tennisbälle. Von wem? Von wem? Von Boris Becker. Ja! 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 Von Boris Becker. Yes. Geil! Toll! Sport! Sport und Freizeit, das sind halt deine Spezialgebiete. Genau. Und darüber geht es auch in unserem nächsten Punkt. Sportliche Freizeitbeschäftigung, kann man das umschreiben. Was könnte man also auf dem Mars finden? 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Monster, Dinosaurier, dicke Saurier, zwei dicke Saurier, zwei Huren, zwei haben, oh ja, zwei Bläser, zwei Glaskonzerte, zwei Huren. Zeit ist um. Die zwei, was? Ein Alien-Bordell, ist doch ganz klar. Ist doch. Da kommt der Freund jetzt rein. Du wieder. Ein Alien-Bordell. Ich wollte sie jetzt gucken. Ich zähle einen Punkt für Markus und Atze und zwei Punkte für Elmar und Mirko. Und das gibt uns einen Zwischenstand von 3-3. Es ist also noch alles. Und Frau. Drin, meine Damen und Herren. Und schon im alten Ägypten, und da kommen wir zu einem neuen Thema, wurden Schlagzeilen mit Hilfe von Bildern dargestellt. So bedeutete beispielsweise das Bild eines Auges ein Auge, das Bild einer Nase eine Nase und das Bild eines Wasserballs Sat 1. Voll witzig, das Magazin für Ägyptologie möchte mit seinem Bilderrätsel in dieser Tradition fortfahren. Wir sehen jetzt hier den Erfinder des Katzenklos, Helge Schneider, einen Weihnachtsbaum und einen Fuß. Welche Schlagzeile verbirgt sich hinter diesen Bildern? Hä? Markus und Atze, ihr macht den Anfang. Die Bilder. Schwer, oder? Helge Schneider schmückt seinen Weihnachtsbaum mit Käse. Oder? Ja. Dieses Jahr liegt so viel Blödsinn unterm Tannenbaum. Ja? Zieht die glatte Schuhe aus hier. Ja. Schön. Ja, das. Oder Helge ist ein großer Stecher, aber auch ein Fußfetischist. Ja, war ein Brüller. Ja. Danke, Tür zu. Irre. Haben Weihnachten Ausgang. Schöne! Bravo! Versuche dann auf diese sehr, sehr
schwierige Frage zu finden. Die Lösung, meine Damen und Herren, ist so simpel wie Liedtext von Helge Schneider. Die Lösung, Jürgen Schneider, Weihnachten doch auf freien Fuß. Das ist die Nachricht. Ich meine, Sie wissen es, Baulöwe, Jürgen Schneider kann sich einfach nicht entscheiden. Rein in die Kiste, raus aus der Kiste, wieder rein in die Kiste. Er ist der Einzige im ganzen Knast, dessen Zelle ein Drehtürer hat. Also, zu euch, Mirko und Elmar, wir sehen unsere nächsten Schlagzeile. Eine schreiende Frau, Hollywoodstar Sly Stallone und ein Verkehrsunfall. Welche Meldung steckt hinter diesen aussagefähigen Bildern? Hm? Du. Wollen wir noch mal sehen jetzt. Was reicht so? Neuer Schocker von Stallone, totaler, wo ist er denn? Totaler Schrott. Hier. Frauen können auch nicht mit Gewalt einparken. Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Nimm dich auch zurück. Frauen haben Angst vor Verkehr mit schmutzigen Männern. Natürlich. Wir haben jetzt Angst vor dem Silvestercrash. Das ist auch kein Wunder, weil schließlich lassen sich in der Silvesternacht die meisten Männer von ihren Frauen nach Hause fahren. Und Sie merken, meine Damen und Herren, diese doch leicht frauenfeindlich zu nennenden Sprüche kommen hier bei unserem Publikum nicht an. Und deswegen muss ich nicht nur mir einen Punkt abziehen, sondern auch der Truppe, die das in ganz, ganz großem Maße in diesem Spiel gemacht hat. Pfui, pfui, pfui. Einen Punkt für euch und vier Punkte für euch. Ja! Das ist, es steht also 7-4, meine Damen und Herren. Und Markus wird nun für einen kurzen Augenblick die Bühne verlassen. Aber keine Angst, so etwas Ähnliches wie Markus wird gleich wiederkommen. Denn wieder einmal ist es uns bei Voll Witzig, bis gleich Markus, gelungen, in monatelanger Kleinarbeit ein neues Spiel zu entwickeln. Das ist das Dunkelfummelspiel. Markus schlüpft in das Kostüm eines Prominenten, ja, einer prominenten Figur. Und Atze, du musst nun gleich ertasten, um wen es sich dabei handelt. Ja? Du setzt dir bitte diese Brille, kannst du sie selbstständig aufsetzen? Wer kommt denn? Markus kommt in der Verkleidung eines Prominenten und du sollst ertasten, wer es ist. Ach so. So, und setz dich ruhig über die andere Brille, sonst siehst du ja nichts mehr. Oh, Mutti! Also, und Arze sieht natürlich nichts mehr. Kann ich okay. Noch mal kurz? Arze, mal? Alles klar. So. Und so. Und ich frage mal, Markus, bist du fertig? Ja, aber ich komme nicht raus, das sieht so scheiße aus. Markus, du siehst doch immer toll aus. Ehrlich? Nein. Na gut, dann komm. Jetzt 30 Sekunden Zeit zu ertasten, wer Markus ist. Atze fängt wie üblich unten an, ja? 30 Sekunden ab jetzt. Wer ist Markus? Italiener. Pinocchio. Mach hin, es sind schon 15 Sekunden um. Mama. Nee. Gut, gut, gut. Noch 4 Sekunden! Wie heißt der noch? Markus. Nein! Der Schneemann! Yes! Oh. Leider nicht erraten. Leider, leider, leider. Markus ist traurig. Atze, das wäre doch wirklich nicht aber so schwer. Sah gut aus, aber trotzdem toll gemacht. Meine Damen und Herren, es war der Schneemann und wird sich auch Mirko gleich in die Hände unserer Schönheitschirurgen begeben. Was dabei herauskommt, das sehen Sie gleich. Wir sind so schnell wieder zurück, dass wir nach der Sendung bestimmt wieder zum Dopingtest müssen. Bis gleich, bleiben Sie dran! Das Comedy-Quiz im Sat 1 bei mir im Studio. Der Mann mit der schönsten Möhre des Abends, Markus Maria Profitlich. Ja,
Und der Mann, der nicht mal einen Schneemann ertasten kann, Atze Schröder, da ist er. Auch mit Möhre. Und natürlich, meine Damen und Herren, Elmar Hörig und in wenigen Sekunden auch Mirko Nonchef, so wie Gott ihn schuf, denn im zweiten Teil unseres Dunkelfummelspiels geht es ums Fummeln, ums Erfummeln einer prominenten Persönlichkeit oder einer prominenten Figur wie eben der Schneemann. Atze hat ihn nicht erraten und jetzt, Elmar, werde ich dir mal das Augenlicht nehmen. Ich darf Mirko durchfummeln? Du darfst Mirko durchfummeln, oh, so wie du willst. Ruhig, dass das... Warte, Patrick Lindner sauber sein. Kannst du was sehen? Kannst du nicht sehen? Ja, doch, ich sehe dich. Er sieht mich. Er kann nichts sehen, meine Damen und Herren. Nichts sehen. Und jetzt wird es wirklich spannend. Scheiß Anzug, gibt's denn auch in deiner Größe? Okay. Warte. Ich frage Mirko. Mirko, bist du bereit? Ja. Ja, dann komm raus. Und Elmar Hörig, noch nicht. Elmar Hörig hat jetzt 30 Sekunden Zeit zu ertasten. Die Zeit läuft ab jetzt. Plastikfüße, stramme Waden, hey. Dickes Knie, Skispringer. Nein. Nichts im Schnitt, schade. Obelix, ist es Obelix? Nein. Nah dran. Was ist das denn? Das ist eine Feder. Du bist ein Hahn. Warte mal. Nein, ganz nah. Aber. Du hast eine Plastiknase. Die Zeit ist um, es war die Weihnachtsgans. Die Weihnachtsgans, meine Damen und Herren, gehört natürlich traditionell zum Heiligen Abend. Nur bei Dieter Bohlen gibt es keine Weihnachtsgans, denn der feiert mit seiner dummen Gans. Aber keiner von euch feiert. Was? Ich hab alles verpasst gerade. Keiner von euch beiden hat es erraten. Das heißt, ich darf keinen Punkt geben, obwohl er das wirklich ganz, ganz fantastisch gemacht hat. Aber das Dunkelfummelspiel war das. Haben wir das erste Mal versucht. Ich glaube, in der nächsten Sendung, da wird es dann richtige Ergebnisse geben. Wir haben einen Endpunktestand. Und der besagt uns, dass es der gleiche Punktestand ist, wie der, den wir vor diesem Spiel hatten. Nämlich 4 Punkte für Mirko und Elmar und 7 Punkte für Atze und Markus. Und damit seid ihr Sieger! Mal wieder bei Voll Witzig, meine Damen und Herren. Ich hoffe, unser bunter Nikolaus-Teller hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder dann mit den Gästen Vera in Wien und Andrea Kiewe. Und denken Sie daran, gerade in der Vorweihnachtszeit, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.